Wir sind das MO3 Multimedia Mobil, ein Projekt zur Stärkung von Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche, und zwar in den ländlichen Regionen Brandenburgs. Plötzlich finden sie sich beide am Strand der Insel wieder. Der Schwerpunkt Audio war für uns von Anfang an wichtig als Angebot. Wir haben eher künstlerische Formate wie Klangcollagen angeboten, aber auch Hörspiele oder dokumentarische Formate. Hintergrund ist, dass wir die Kultur der Schulradios unterstützen wollten, um jugendkulturelle Themen auch an Schulen zu holen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier in Blossin. Wir sind der Radio-Workshop und haben drei Themen diskutiert. Musikgeschichte, Cybermobbing und Interpretation von Songtexten. Im Bereich Film hatten wir auch sehr viele Anfragen, besonders im ersten Jahr, und haben sehr verschiedene Formate angeboten, zum Beispiel auch Game-Movies, Trickfilm oder Musikvideo. Allerdings wurden eher so klassische Formate angefragt, zum Beispiel von einer Gruppe jungen Leuten, auch aus Nauen. Die Jugendsendung sollte im Rahmen des Havelland-TV ausgestrahlt werden, und als Auftakt ist ein sehr ansprechender Trailer entstanden. Zum Thema Glück haben wir sehr stark gearbeitet und auch sehr viel daran geübt, wie eigentlich man seine Protagonistin gut durchs Interview führt und überhaupt, wie sich das Kamerateam überwinden kann, Leute auf der Straße anzusprechen, um eine Umfrage zu starten. Dude, du machst doch immer die Fragen. Wir haben keine Zeit, tut uns leid. In allen diesen Workshop-Formen stand das eigene Tun im Vordergrund, und trotzdem haben wir auch Themen vermittelt wie Datenschutz, Persönlichkeitsrechte oder Urheberrechte. Allerdings haben wir auch zwei rezeptive Formate unter dem Begriff Netzkultur. Das ist zum einen ein Format, das wir Mein Profilchen nennen. Es geht um Online-Communities, und das Format ist für Kinder von 10 bis 14 Jahren geeignet. Durch diese Online-Kommunikation im gleichen Raum ergibt sich eigentlich ein sehr klarer Lerneffekt und ein sehr direkter Lerneffekt, weil durch die Reaktionen auf verschiedene Postings, auf Kommentare, auf Fotos, die sozusagen hochgeladen wurden, die auf die Plakate geklebt wurden, erleben halt die Kinder und Jugendlichen sofort Reaktionen darauf. Das andere Spiel, das wir mit Jugendlichen ab 14 spielen und das wir auch erst ab 14 empfehlen, ist das sogenannte Startspiel. Ziel des Spiels ist, möglichst viele Freunde bzw. möglichst viele Credits zu gewinnen. Und das Spiel zeigt eigentlich mehr, wie man eigentlich so seine Online-Identität so managen muss. In den 3 Jahren haben wir gesehen, dass eigentlich alle unsere Workshop-Formate in dieser breiten Palette, die wir angeboten haben, sehr gut angenommen wurden. Wir hatten eigentlich immer viel mehr Anfragen aus der Region, als wir bedienen konnten, und würden uns sehr wünschen, dass Medienkompetenzförderung auch auf dem Land mehr zur Querschnittsaufgabe wird der Jugendhilfe.